Blomberg TV. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blomberg TV. Das sind unsere Themen. Sind Nikolas Markt in Blomberg, Phoenix Kontakt vermeldet Wachstum und Hiobs Botschaften für HSG. Sinterklaas sorgte für leuchtende Kinderaugen. Mit dem Sint-Nikolas-Markt ist in der Nelkenstadt auch in diesem Jahr die Weihnachtszeit eingeläutet worden. Sinterklaas und seine Helfer, die Zwartenpieten, sorgten für leuchtende Kinderaugen und wurden von den jüngsten Besuchern des niederländischen Weihnachtsmarktes einmal mehr dicht umlagert. Auch die Darbietungen auf der Bühne kamen beim Publikum gut an. Phoenix Kontakt blickt optimistisch in die Zukunft. Geschäftsführer Roland Bent hat 2014 erneut als Wachstumsjahr bezeichnet. Das Unternehmen geht von einem Jahresabschluss mit 7-8% weltweit aus. Das absolute Wachstum wird bei rund 120 Millionen Euro liegen, der weltweite Umsatz voraussichtlich etwa 1,75 Milliarden Euro betragen. Isa Klaunig und Laura Rouffieux fallen für mehrere Wochen aus. Besonders ernüchternd ist die Diagnose für Gisa Klaunig. Die Rückraumspielerin der HSG Blomberg-Lippe wird nach einer Operation am linken Handgelenk vermutlich 3 Monate pausieren müssen. Laura Rouffieux hingegen wird aufgrund einer Verletzung des Außenbandes am Knöchel 4-6 Wochen fehlen.